Okay. Das sieht gar nicht so uncool aus. Und wir kriegen immer mehr Munition. Sehr geil. So, da hinten können wir doch auch wieder irgendwo hin. Was ich an dem Spiel geil finde übrigens, gut, das ist vielleicht nicht bei allen, die das so toll finden, aber das hat ja so eine Art Diablo 3 Feeling oder generell Diablo wegen den ganzen Waffen, Ausrüstung und so weiter, was man alles aufsammeln kann, was selten ist und was nicht selten ist und so weiter. Finde ich persönlich ja geil. Was ich wiederum noch geiler finde, ist, dass die Maps nicht neu geladen werden. Das heißt, also, doch schon neu... Oh, schön. Ich meine jetzt damit, dass die Karten immer gleich bleiben. Zumindest ist mir nichts anderes bisher aufgefallen. Es ist halt praktisch, weil da muss man sich nicht alles wieder durchsuchen und dies machen und dies suchen und... Oh, das ging mir bei Diablo 2 schon mächtig auf den Keks. So ist das ganz praktisch. So hat man eine feste Route, man kann trotzdem alles entdecken. Vielleicht wird es später... Davor habe ich ein bisschen Angst oder die Befürchtung, dass es später leicht langweilig wird, wenn man das Spiel dann spielt, aber man schon so gut wie alles entdeckt hat. Aber wiederum, das ist ja so eine Art... Was heißt, das ist so eine Art, das ist ja ein Koop-Spiel. Das heißt, man sammelt ja dann mit den Mitspielern, sag ich mal, Gegenstände, macht ja die Gegner platt, die sind ja stärker, lassen bessere Gegenstände fallen, Waffen, was weiß ich und bla. Und ich meine, man kann sich doch auch duellieren. Nur ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man sich duelliert und dann verliert oder gewinnt. Ob man dann irgendwas aufnehmen kann oder ob dann die Ausrüstung von einem selbst da komplett weg ist, ich weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt, das müssen wir auf jeden Fall noch testen. Aber wie gesagt, jetzt spiele ich hier gerade offline und auf unseren Server will ja eh keiner kommen. Bullymongs bauen ihre Behausung gerne auf diesen Southpaw-Punkten. Kill den Mong, damit du an das Teil kommst, das du brauchst. Ja, ja, machen wir. Wir machen das am besten so, oder? Oh, Mist. Ich verschwinde. Lad schneller nach. Ja, leck mich doch. Fuck, der war fett. Ha, du hast das Getriebe, was? Mann, diese Getriebe sind hier der zügellose Schrei der Katze. Falls du diese pandoranische Redensart kennst. Nein. Steck das Ding ein. Ich hab das Ding... Fuck. Na, die schießen wir doch vom Himmel, oder? Na, so nicht. So aber... Ich würde ja sagen, das kommt jetzt von meinen CS-Skills von 1.6, 1.5. Aber das stimmt nicht ganz. Das war jetzt eher nur Glück. So, ist das da hinten? Seht ihr das? Ist das eine beschissene Festung? Sieht so aus, gell? Da müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin. Ja, definitiv müssen wir da später nochmal hin. Wahrscheinlich ist da Handsome Jack oder sowas. Was ist das? Das... Ja gut, okay. Ich möchte das hier erstmal erkunden. Vielleicht finden wir ja was Schönes, was Feines. Da hinten können wir wieder lang, aber ich weiß nicht wohin. Wahrscheinlich so eine Art Rennen. Wo geht's hier hin? The Dust. Also wie es schon das Schild sagt. Okay. Was ist das für eine Festung? Weil es sieht schon ziemlich fett aus. Sag mal, ist da oben Geschützturm drauf? Nee. Oder? Nö, keine Ahnung. Ah, wir schauen einfach mal. Gibt's hier etwas zum... Ja, gibt's. Einmal Geld, einmal Munition und einmal Munition, die ich nicht aufnehmen kann. Schön. Was? Knarre oder Karre? Hast du Knarre gesagt? Nee, du hast Karre gesagt. Scheiße. Ich hab ja jetzt gehofft, wir können was verkaufen, aber... Quatsch. Was ist denn hier hinten? Ich kann da... Ein Hintereingang oder was? Ah, das sieht so aus wie eine Art Bloodshot. Sehr schön. So, Bloodshot Slums. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das gut ist oder schlecht. Weil es sieht ja schon ziemlich groß und monströs aus hier. Hm. Können wir da einfach rein? Nö, kommen da noch gar nicht hin, gell? Wahrscheinlich müssen wir dann hinten rum. Ich werde das auch gerade mal testen. Entschuldigung, aber ich werde das jetzt gerade mal testen. Das interessiert mich. Natürlich können wir dafür wieder nichts nachladen. Aber ich denke, wir kommen da hinten lang, hä? Müsste doch eigentlich passen. Ich guck mal. Naja, nee, kommen wir nicht. Oder können wir da drüber springen? Nee, das geht nicht.
Gut, aber wir können da runterfallen. Da sind wir bestimmt tot. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir einfach mal feuchtfröhlich zurück, schließen die Quest ab und sind unglaublich glücklich, weil wir dann wahrscheinlich wieder 50 Erfahrungspunkte bekommen haben und 2 Gold oder sowas. Aber das geht sich ja nicht aus, wie der nette Österreicher sagt. Wenn ich das jetzt nicht falsch gesagt habe. Ich blick da noch nicht so ganz durch. Die haben ja auch eine ganz andere Zeitangabe. Irgendwie... Ah, Viertel... Ich glaube, Viertel 12 ist... Viertel vor 12, wie wir Deutschen sagen würden oder ähnliches. Ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendwie sowas. Also, die haben dann schon eine richtige Zeitangabe. Da blickt man auch ordentlich durch, wenn man es dann erstmal gecheckt hat. Aber das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Ah, wir sind ja schon da. Sehr schön. Sieht aus, als hättest du alles beisammen, um die Dampfpumpe zu reparieren. Steck einfach die Stecker rein und schon steht das schwarze Brett wieder unter Strom. Wie ein Sportler, der sich 3 Jahre mit Iridium gedopt hat. Schön. Arnold Schwarzenegger macht es mit was anderem, aber gut. Dann machen wir es doch mit Iridium. Na, jetzt treffe ich schon die Kackleiter nicht. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Einmal das. Und wo noch? Muss ich noch eins hoch? Ah ja, natürlich. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Aber schön, die Sounds. So, was gab's? Was gibt's denn hier oben? Das sieht doch... Das sieht doch nach einer Art Versteck aus. Nee, tut's nicht. Schade, ich habe mich jetzt schon halb gefreut. Pumpen sind startklar, Mann! Schalt sie ein und lass die Funken fliegen! Ja, natürlich! Mein kleiner, auf Iridium gedopter, kleiner Freund. Aber erstmal möchte ich hier ein bisschen was aufsammeln. Ja, geht natürlich nicht. Geld, Geld, okay. Brauchen wir immer nur 4 oder 3 Dollar. Und da geht's... Sag mal, komme ich da rein? Ja, komme ich nicht. So, dann starten wir doch mal das Scheißding. Ah, mir juckt das... Moment. Ah, ohne Power, Dreck. Geht's jetzt? Oder werden wir wieder... Nein, werden wir nicht. Das schwarze Brett sollte jetzt wieder Power haben. Aktiviere es. Es dürften jede Menge neue Jobs für dich da sein. Catch a job. Catch a job. Shut the fuck up. Ah, der Typ geht mir auf den Keks, auch wenn er teilweise echt witzig ist. Ja, ja, du kannst was für mich tun, indem du meine Scheißknarre nimmst. Einmal brauche ich... Die brauche ich nicht mehr. Die brauche ich auch nicht mehr. Die kann weg, die kann weg, die kann weg. Was ist das? Weiß ich nicht. Oh, ich habe hier einen Haufen Schilder aufgenommen. Das kann weg. Was ist das? Auch weg. Was ist das denn? Kapazität hoch, Ladegeschwindigkeit... Krass. Moment, ich will mal vergleichen. Ladida, Kapazität, gut, Ladegeschwindigkeit bleibt und Ladeverzögerung. Ja, nehme ich doch mal das. Eine gute Wahl. Ja, ich weiß. Dann habe ich das jetzt intus. Ja, habe ich das jetzt verkauft? Alter, ich weiß es nicht. Oh. Okay, dann vertickern wir doch mal hier das. Und, ach so, das habe ich ja jetzt ausgerüstet, gut. Es ist alles so ein bisschen, kleines bisschen verwirrend, das Programm. Oder ich check da einfach immer noch nicht durch. Die kommt auch weg. Brauchen wir nicht. Oh, Rucksack, haben wir Platz. So, was können wir denn? Können wir irgendwas Cooles kaufen? Na. Na. Ah. Ich will nicht unbedingt mal... Ja, maximale Gesundheit minus 102. Ich glaube, es geht noch. Was macht das? Minus... Ach, leck mich. So. Catch a job. Schließen wir ab. Tschaking! Schwarze Brett des Happy Pick ist nun verfügbar! Schön, was kriegen wir dafür? Geld und Erfahrung. Und Zeug. Oh, schön, Assassin-Skin-Anpassung. Schalte diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei. Achso, wenn er aus deinem Inventar herausfällt. Sehr schön, machen wir doch. So, die Post muss immer pünktlich ankommen, natürlich. Du hast eine scheiterbare Mission angenommen. Wenn du diese Mission nicht innerhalb des Zeitlimits oder des Missionsparameters erfüllt, wirst du... Sie erneut beginnen müssen. Das haben meinen letzten Kurier Dino zum Krüppel gemacht.
Du kriegst Geld, wenn du diese Pakete rechtzeitig zustellst. Ja, toll. Was ist das denn? Nimm dir die Pakete, sobald du bereit bist, sie auszuliefern. Nee. Ganz ehrlich? Weder Reden noch Hagel. Aufgenommene Pakete. Stelle die Post in den... Ja, okay. Ja, komm, scheiß drauf. Machen wir doch. Machen wir locker, hä? So, ja, kann ich dich... Ja, wo muss ich jetzt hin? Oh, shit. Da hinten, oder was? Ich hätte mir, glaube ich, ein Fahrzeug nehmen sollen. Scheiße. Wäre vielleicht besser gewesen. Leck mich am Arsch! Oh. Nein, wir müssen das Paket ausliefern. Geht weg! Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Oh oh, das könnte eng werden. Das bin ich. Oh, jetzt hänge ich auch noch so einen Kackstein fest. Wird das Zeitlimit wenigstens ein bisschen erhöht, wenn ich ein Paket abgeliefert habe? Wow! Fuck! Ich kann ja nicht einfach rüberschwimmen, oder? Dann sterbe ich, ne? Wir müssen es probieren. Komm schon! Mist! Ach komm! Ich will doch nur auf das Scheißschiff! Yes! Ah, geh mir nicht auf den Sack! Ja gut. Die mache ich gleich. Ich mache die gleich platt. Ich muss nur die Pakete ausliefern. Na toll. Ah, da muss ich hoch. Da hinten ist noch eins. Na komm. Oh, was ein Heckmeck. Nerv nicht. Oh. Mist. Ich glaube, das verkacken wir. Ja, 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 natürlich. Yes. Sehr schön, das schaffen wir doch, oder? Fuck. Fuck. 11 Sekunden. Oh nein, da müssen wir auch hoch. Mist, gehen wir nochmal da hinten hin. Ganz schnell. 9. Zu langsam. Mission ist gescheitert und muss erneut zu versuchen, Kerl. Ach, scheiße. Ja, okay, Mist. Lass zurück und hol mehr Pakete. Ach, leck mich. Die würde dich schneller ausliefern als du. Von ihm wurde das Rückgrat gestochen. Autsch. Ich spür meine Beine nicht mehr. Stell dich nicht so an, Dino. Nennst du das Stehvermögen? Na, schnellst du. Wie Assi. So, dann machen wir einfach das hier mal. Wo seid ihr?